Jo, moin Leute, ja, willkommen zum neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich verfilme heute mal einen Zusammenbau eines Regals. Und zwar dieses hier. Das ist aktuell in der Werbung von Penny. Das ist so ein Schwerlastregal. Maße, ja, stehen hier auch irgendwo drauf. 180 mal 90 mal 40. Ja, und das wollte ich euch mal eben zeigen, ob das was taugt oder ob das nichts taugt. Ja, packen wir das Ganze mal aus. Wenn ich denn hier mal ein Messer finde, hier. Dabei gibt es vielleicht noch so ein, zwei Sachen zu erzählen, worauf ihr denn achten könnt, wenn ihr das Video denn gesehen habt. Da fällt alles runter. Das sollte eigentlich nicht runterfallen. Wir haben es mittlerweile, boah, so an die 22 Uhr. Oh ja, passiert. Hier haben wir auch die Aufbauanleitung. Richtig rum sollte man sie auch halten. Ja, die braucht ihr aber nicht, wenn ihr das Video gesehen habt. Also in diesem Sinne packen wir sie mal weg. Ich brauche die auch nicht, glaube ich zumindest. Sollte man so schaffen, denke ich mal. So. Da müssten fünf solche Bretter hier sein. Ich stelle mal hier im Schrank. Oh. Drei. Hier sind noch Verbindungsstücke. Hier sind diese Kreuzplastikkanten zum Schutz. Ja. Die müssen wir alle abmachen. Wofür diese jetzt hier sein sollen, weiß ich jetzt selber auch nicht. Vielleicht muss ich doch mal in der Anleitung gucken. Das sind diese Seitenteile. Dabei ist zu beachten, dass ihr die später richtig rum reinklemmt. Zeige ich euch aber dann. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen hier bei den Blechen. Scharfkantige Schneidekanten. Ja. Entweder zieht ihr euch dünne Handschuhe an, damit ihr noch genug Gefühl in den Finger habt, oder ihr passt halt auf. Weil es kann doch noch mal sein, dass hier vielleicht doch noch mal irgendwo ein paar Gratreste dran sind. Und es ist ziemlich scharfkantig noch. Dass ihr euch nicht schneidet. Ich bin allgemein ein Nicht-Handschuhanzieher. Also mich stören die Dinger eigentlich immer nur. Auch in der Gefahr hin, dass ich mich schneide, lasse ich sie meistens weg. So, hier sind noch mal zwei. Hier stehen schon drei, macht fünf. So wie ich sagte, fünf Kanten. Packen wir mal ein Tierchen, dann schmeiße ich nachher weg. Ja, wozu habe ich mir das eigentlich gekauft, das Regal? Ja, um halt, nicht, Keller halt, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Habe ich mir das denn, ja, erworben. Für 19,99 € bei Penny, gerade im Angebot. Ist vielleicht nicht das günstigste Angebot, die gibt es vielleicht noch mal
glaube, ich habe mal bei Amazon oder ach, irgendwo im Internet, ich weiß nicht, ob es Amazon war, ich glaube mal für 16 Euro oder so gesehen. Ich glaube, von dem Maße her war das genau identisch, aber ich meine, für 19 Euro kann man kaufen. Aber sie sind sehr stabil. Okay, wollen wir anfangen? Ja, wie fangen wir an? Ja, die sind hier schon leicht hier verbogen. Muss ich vielleicht nochmal gerade biegen. Aber dies, irgendwie wird das Material auch immer dünner. Das kann man schon mit der Hand gerade biegen. Naja, gut. Hiervon brauchen wir 2 eben. Stell ich mal hier hin. Das hier ist unten. Gleich richtig rum hinstellen. Unten. Ups. Warum? Darauf kommen wir, weil das unten ist, gleich die. Ja, müsst ihr aufpassen. Die Schutzkanten drauf machen. Die gehen so leicht raus, dass sie bald wieder von selbst abfallen. War bei meinem anderen Regal nicht so. Das war auch vom Penny. Ja, oder? Glaube ich zumindest. Ich habe auch das Gefühl, dass das Blech hier von den Vorgänger zu den jetzigen hier, was ich hier liegen habe, auch irgendwie ja, nochmal etwas dünner gemacht worden ist. Darauf zu achten ist halt, dass ihr, komm mal ran, also so steht das, das ist eine Ecke und dann kommt das Seitenteil halt hier unten rein. Darauf zu achten ist, dass ihr das richtig rum reinhängt, nämlich mit der Kante nach oben, weil da das Brett draufgelegt wird. Man kann es auch so rum reinhängen, aber dann kriegt ihr das Brett natürlich nicht drauf, weil das die Unterseite ist. Also so rum reinhängen, dann geht das. So, das müsst ihr hier rein. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb. Muss das reindrücken. Doch, geht doch. So, ist drin. Macht er jetzt mit dem nächsten Teil hier. Wenn das mal nicht so einfach einzuhaken geht, da gibt es einen kleinen Trick für. Kann ich euch mal zeigen. Man nimmt einen Schraubenzieher. Und dann hat man hier so die Nippel. Und die kann man mit einem Schraubenzieher unterhaken. Und dann kann man die so ein bisschen aufbiegen. Das kann man dann so machen. Nicht? Seht ihr das? Und dann biegt er die so leicht auf. Und dann flutschen die besser rein. Da könnt ihr alle, wenn ihr wollt, könnt ihr die alle so nachbearbeiten. Und dann flutscht das rein besser. Müsst ihr nicht machen, wenn es so funktioniert, dann geht es auch so, aber so flutscht das dann auch rein. So, dann machen wir das hier auch noch mal eben. Zack, jetzt ging das auch noch leichter rein. Auch wieder darauf achten, dass hier die Auflagefläche für das Bodenbrett, nicht Blech, oben ist. Und hat man das hier unten ein. Das ist jetzt das, was ich sagte. Dass er nicht reinflutschen will, dass man die dann aufbiegen muss. Weil das Blech hier schon leicht verbogen ist, gibt es da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Flutschen. Das ist sehr dünn geworden, das Material. Das war beim alten noch nicht so dünn. Also das Material ist definitiv dünner geworden. Die haben da gespart dran. Jetzt steht es auch schon stabil. Jetzt können wir ganz gemütlich unten schon mal ein Bodenbrett reinlegen. Sollte passen. Seht ihr, hundertprozentig. Jetzt könnt ihr euch natürlich aussuchen, in welcher Höhe ihr
das nächste haben wollt, auf, je nachdem, was ihr da reinstellen wollt. Wenn ihr vorher wisst, was ihr da reinstellen wollt, dann könnt ihr euch die Höhe natürlich gleich aussuchen. Ich weiß auch, was ich da reintue. Bei mir kommen dann nämlich so Umzugskartons rein. Da hole ich mir jetzt einen her. Und dann habe ich gleich die Höhe, damit das passt später. Dann nimmt man sich das nächste, guckt sich diese an, ob man die aufbiegen muss. Ja, hier muss ich ein bisschen biegen, weil sonst flutscht das nicht. So wie ich das jetzt mache, ist falsch, wenn ihr dann hier abrutscht und haut euch selbst in den Finger rein. Also eigentlich macht man das so rum nicht. Man arbeitet immer vom Körper weg, aber ich mache es jetzt mal so. Also wie hier, wenn man dann abrutscht, dann landet man im Nirvana. Das ist ja nicht so schlimm. So, wenn ich jetzt abrutsche, dann reiße ich mir entweder mit der Hand hier an der Kante oder ich reiße mir mit dem Schraubenzieher in der Hand rein. Muss man aufpassen. Aber das ist echt dünner geworden. Also wie gesagt, Penny hatte das schon mal im Angebot gehabt und da war das Material noch dicker und da war das auch viel schwerer zum Aufbiegen und auch viel schwerer zum Reinstecken. Das ist ja jetzt nur noch, ja, nicht mehr die Qualität, die es mal hatte. So, ja gut, dann müssen wir diese Öffnung hier nehmen. So, jetzt haben wir hier die Höhe. Tiefer kann ich leider nicht. Gut, legt euch wieder ein Brett rein. Jetzt brauchen wir wieder diesen hier. Und wir brauchen diese hier. Das sind nämlich diese Verbindungsteile. Können wir auch ein bisschen aufbiegen. Ja, die sind noch dicker gefertigt. Auch hierbei aufpassen, dass ihr euch nicht mit dem Schraubenzieher in den Finger oder in Handballen reinratscht. Hier sind ja diese Zweier. Dann machen wir hier der Zweier. Zack. Nehmen wir hier den Einer. Hier kommen natürlich auch noch zwei ran. Nehmen wir so einen Gummihammer. Wichtig ist halt, dass sie diese Dinger hier echt aufbiegt vorher. Sonst drückt ihr euch da einen Wolf. Auch 19,99 €. Aber dafür, dass der Preis gleich bleibt, ist der, ist das Material weniger geworden sozusagen. Also es ist doch eine Preiserhöhung. Auf Kosten ja, des Materials und auf Kosten der Stabilität, sage ich mal, traurige Entwicklung. Das haben wir ja öfters, dass der Preis gleich bleibt heutzutage. Und der Inhalt weniger wird, damit der Kunde denkt, ist er nicht teurer geworden. Ja, dasselbe haben wir jetzt hier. Hier ist das Material weniger geworden in dem Fall. Und der Preis ist gleich geblieben. Beziehungsweise ist es ja auch nur ein Schein. Der Preis ist ja dementsprechend auch nicht gleich geblieben. Aber das ist echt schlecht. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das hergestellt wird. Und welche Firma Penny das vertreibt. Kreher steht zumindest hier. Hergestellt für Kreher Technik, ja, Werkzeuge, Handels, Vertriebs GmbH. Schuckenteichweg 21-33-818 Leopoldshöhe, Deutschland. Naja, ich halte hier nochmal eine Kamera, könnt ihr Pause machen, könnt das auch selbst lesen. Und einmal diese Seite hier.
Also wenn man, ich finde das scheiße auf Deutsch gesagt, wenn man die alten Regale gewohnt ist, ja, an und für sich von der Aufbauen und alles dasselbe ist, die noch stabiler waren vom Material her, und jetzt sowas vorgesetzt bekommt, und als Kunde denkt man, ja geil, Penny hat wieder die Regale im Angebot, ich könnte ja noch eins oder zwei gebrauchen, für einen Keller, für eine Garage oder für einen Dachboden, wer weiß der Geier, wo ihr die aufstellen wollt. Und dann seht ihr das hier, dass das Material viel dünner geworden ist und wabbeliger. Als noch die alten vorher, dann ist das echt nicht schön. Da muss ich Penny mal einen Abzug geben in der B-Note. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch hier kleine Tipps geben konnte, um kleine Fehler zu vermeiden und Verletzungsgefahren zu vermeiden. Ja, ob ich jetzt hier oben noch das letzte hier raufsetze, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil ein Karton passt denn da nicht mehr rein. Dann habe ich hier nur so ein schmales, ist auch nicht schlecht. Aber so würde noch, wenn ich so lasse, dann passt da genau noch ein Karton oben drauf, wenn ich da jetzt das letzte Fach nicht aufsetze. Ja, das ist natürlich auch jeden überlassen. Man kann natürlich auch ein Fach weglassen, wie man sieht. Ich denke mal, ich lasse hier oben das Fach weg, weil dann passt mir hier noch der noch eine Reihe Kartons hin. Natürlich schmeißt man die dann nicht weg, weil je nach Verwendungszweck kann man es dann wieder umbauen. Aber ich werde alle Teile, die ich hier liegen habe, noch vorbereiten und dann weglegen. Aber ich werde das so lassen, weil dann passt das für mich besser. Dann kann ich da oben noch einen Karton Rauchreihe raufpacken. Mal drehen. Ja, in diesem Sinne werde ich mich jetzt schon mal verabschieden hier. Video geht wahrscheinlich wieder lang genug. Wieder viel zu lang. So lange guckt die allgemeine YouTuber-Generation ja gar nicht. Da wird ja Video heutzutage nur 2 oder 3 Minuten maximal geguckt und dann wird weitergeklickt. Tut mir echt leid für euch, dass ich immer Videos mache, ja, die weitaus länger sind wie 2 bis 3 Minuten. So, den auch noch vorbereiten. Ich bedanke mich ja fürs Zuschauen, nicht? Wenn euch das Video hier gefallen hat, von den Penny, von das Penny Regal, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. So. Und dann würde ich sagen, man sieht sich in irgendeinem anderen Video von mir mal wieder. Ab und zu kommt da ja mal so ein Video bei mir, nicht? Auf meinen Kanal. Ach, ich weiß immer noch nicht, wofür die Stäbe da sind. Da können wir gleich echt nochmal eben nachgucken. Wenn ich das hier alles aufgebogen habe. Ja. Schreibt mir auch was in den Kommentarfeld, wenn ihr möchtet. So, das letzte jetzt auch noch aufbiegen hier. Auch wenn ich es nur weglege. Wenn ich es dann doch mal brauche, dann brauche ich's, kann ich es leicht dran stecken. Dann ist das wenigstens vorbereitet. Dann brauche ich mich nicht ärgern. So. Ja, hier diese Schutzkappen. Das können wir hier nochmal raufsetzen. Gut. Wofür sind die jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Man kann das auch als Wegtisch nehmen. Konnte man das andere auch, was ich schon mal gekauft hatte bei Penny.
weil es ist ja dasselbe, außer dass hier das Material dünner ist. Aber ich weiß nicht, ob man das hier jetzt wirklich noch als Werkbank oder Werktisch benutzen sollte, kann. Ja. Gut, diese Stäbe hier zeige ich euch nochmal eben, bevor wir jetzt dann doch ausmachen. Die sind wohl für die Stabilisation da. Die kommen nicht dazwischen. Naja. Ja. Da sind die Löcher. Machen wir mal hier. Zack. Zack, aber dann hat man hier die Nippel da stehen hier. Oder habe ich das falsch rum gemacht? Wenn man es einfach nur andersrum macht, dass die Nippel oben stehen. Schauen wir mal. Machen wir mal so rum rein. Dann hat man die Nippel oben. Ja, das dient nochmal der Stabilisierung des Regals. Man macht die so rum rein. Weiß nicht, ob man es da hinten jetzt noch sieht. Hier sind ja diese kleinen Löcher. Einen hätte ich jetzt noch hier oben und einer ist über. Wie großzügig vom Hersteller. Den einen hätten sie dann weglassen können und hätten das Material allgemein Sticker für hätten machen. Aber gut. Gut, verabschiedet habe ich mich schon. Danke fürs Schauen, habe ich auch schon gesagt. Das ist das Regal von Penny. Ja, es erfüllt seinen Zweck, denke ich, hier im Keller, damit mal Ordnung in Chaos kommt. Naja, ich meine, ganz so schlimm sieht es ja nicht aus, aber da hinten, hinter der Kamera, da, was ihr jetzt nicht seht, da ist doch noch mal ein bisschen Aufräumungsbedarf. Besteht noch mal ein bisschen Aufräumungsbedarf. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, man sieht sich. Jo, das hat mir jetzt natürlich keine Ruhe gelassen. Ich habe mir mal einen Messschieber geholt. Das hier ist ein Blech vom alten Penny-Regal. Es ist auch etwas, man merkt auch gleich, es ist verwindungssteifer. Und es ist sogar etwas länger auch. Und das hier ist das neue, das ist, man merkt es auch gleich, wenn man hier, das, also man hört schon die Unterschiede von der Dicke. So, jetzt haben wir hier Messschieber, wollen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. So, das ist das neue hier. 0, warte mal. 0,46. Sieht man's? So, jetzt machen wir hier mal 0. Und jetzt nehmen wir hier die vom alten Penny. (lacht) 46 zu 86. Ja, da sieht er den Unterschied. 0,86. Wahnsinn. Also ein Riesenunterschied. Also man merkt es auch, wenn man es anfasst. Also ja, Preis ist gleich geblieben. Material ist dünner. Viel dünner. Wie das alte hier. Ja, Regal ist allgemein etwas kleiner. Von der Höhe her identisch. Ja. So viel denn dazu. Gut. Das nur noch mal eben so als Anhang. Haut rein, Leute.